Es gibt Travel-Pfeifen und es gibt Pfeifen mit verstellbaren Blow-Offs. Was es noch nicht gab, war eine Travel-Pfeife mit verstellbaren Blow-Offs. Das haben wir aber jetzt mit der Dohuka Joker. Was die Pfeife taugt, wie viel sie kostet, was sie kann und alle weiteren Infos jetzt im Review, aber erstmal die Cinematics. Die Cinematics habt ihr gesehen und bevor wir uns wie immer an unseren normalen Review-Punkten entlanghangeln, Verarbeitung und Qualität, Optik und Design, Rauchverhalten mit Durchzug, Blow-Offs und Co. und das alles nochmal in einem Fazit am Ende zusammengefasst, kurz mal ein paar Infos. Wir haben natürlich eine relativ kleine Pfeife, weil sie soll für Reisen gut sein, also zum Mitnehmen, zum Draußenrauchen am See und so weiter. Bis zum Ende vom Kopfanschluss ist die Pfeife ungefähr 25,5 cm hoch. Kosten tut sie 100 Euro und das ist natürlich ein bisschen teurer als die Konkurrenz. Es gibt meiner Meinung nach vor allem zwei Travel-Pfeifen, die ich gerne rauche. Das ist einmal die Viro One für 70 Euro und kommt nackig, also ohne Zubehör. Und die Emotion Roam, die kostet 10 Euro mehr, also 80 Euro und kommt ebenfalls nackig. Ob man nochmal 20 Euro bzw. 30 Euro mehr für die Dohuka Joker ausgeben sollte, ist natürlich eine gute Frage. Es ist aber eine relativ besondere Travel-Pfeife. Warum? Kommen wir jetzt zu. Angefangen mit der Verarbeitung und Qualität. Wir hatten ja zuletzt schon zwei Dohuka Pfeifen, einmal die Venom und einmal die Terminator und die waren beide herausragend gut verarbeitet. Vor allem für Dohuka. Also Dohuka war normal immer in so einem Mid-Budget-Bereich mit einer guten Verarbeitung, aber keiner, die mich irgendwie geschockt hätte. Bei der Joker ist das leider ein kleines bisschen anders. Die Verarbeitung, die wir bei den letzten zwei Pfeifen gesehen haben, fühle ich hier irgendwie nicht so ganz. Wir sind nicht auf einem schlechten Level, was Verarbeitung angeht. Also ich hatte keine Probleme damit, ich hatte keine Teile, die nicht gepasst haben oder Gewinde, die krass hingen. Aber es war auch nicht so gut wie bei den letzten beiden. Bei einer Travel-Pfeife kann ich das ein bisschen vernachlässigen. Bei mir persönlich ist es so, Travel-Pfeifen kommen halt seltener zum Einsatz, eben nur wenn ich irgendwie eine mit rausnehmen will. Und dementsprechend kann ich darauf verzichten, dass es eine überragende Qualität hat, wenn ich sie täglich benutzen will. Aber die Gewinde laufen, wenn auch nicht so gut wie bei den anderen. Das Material wirkt hochwertig, aber man merkt an der einen oder anderen Stelle, dass es ein bisschen günstiger ist, als das, was wir bei den anderen Pfeifen bekommen. Zum Beispiel haben wir ein sehr, sehr langes Gewinde, wenn wir die innenliegende Bowl mit der äußeren Bowl verschrauben möchten, also mit dem Deckel. Hier und da an ein paar kleinen Stellen merkt man eben, dass die Verarbeitung nicht 100% so geil ist wie bei den letzten zwei Dohuka-Pfeifen, aber zusammengefasst auf jeden Fall nicht so schlecht, dass ich mir da irgendwelche Sorgen machen würde. Also auf keinen Fall schlecht, einfach nur, okay, die Verarbeitung ist genügend. In der Schule würde man eine 3 geben. Materialmäßig wurde innen Glas verbaut, außen Acryl, also ein Kunststoffglas, sowas wie Plexiglas. Was natürlich bedeutet, dass es für Festivals trotzdem nicht geht. Ja, und abgesehen von so ein paar Kleinigkeiten haben wir die normalen Feature. Wir haben Dichtungsringe unter den Gewinden, sodass das auch 100% luftdicht ist. Und das ist sie natürlich auch. Zusammengefasst kann man sagen, für eine Travel-Pfeife ist die Verarbeitung absolut okay. Optik und Design. Da kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo diese Pfeife absolut absahnen kann. Für eine Travel-Pfeife ist es absolut besonders. Man könnte die drei Pfeifen, die ich schon erwähnt habe, die Viro One, die Roam und jetzt auch die Joker, ein bisschen einordnen. Und zwar ist die Viro One für mich das kleinste, kompakteste, aber auch minimalistischste Paket. Die Roam hat eine sehr eigene Optik, die euch entweder gefällt oder eben auch nicht. Ich persönlich finde sie sehr schön. Und dann haben wir jetzt noch die Joker, die mit ihren doppelten Bowls, das heißt, wir haben hier einmal eine äußere Hülle, darin ist die Bowl und da drinnen ist dann das Wasser, was dafür sorgt, dass der Weg auf der einen Seite länger ist, aber auf der anderen Seite auch dafür sorgt, dass die Optik beim Rauchen extrem geil ist. Abgesehen davon haben wir drei bzw. vier Blow-Offs. Es gibt einmal den Teller, dann gibt es noch einen Deckel. Den Deckel kann man in zwei verschiedenen Richtungen draufschrauben und hat dadurch eben nochmal einen anderen Effekt beim Blow-Off. Und wir haben eben auch noch die Variante ohne Deckel, die ich tatsächlich am häufigsten geraucht habe, weil es meiner Meinung nach am allergeilsten aussieht. Was da für eine Rauchbombe oben rauskommt, ist einfach geisteskrank nice. Ich zeige euch das nochmal hier, aber ihr habt es ja auch schon in den Cinematics gesehen.
Also wie der Rauch da nach oben aus einem Riesenrohr geschossen kommt, ist nicht nur der geilste Blow-Off bei einer Travel-Pfeife. Ich glaube, das ist auch noch einer meiner absoluten Lieblings-Blow-Offs. Und meiner Meinung nach hätte das auch vollkommen genügt, wenn die Pfeife nur mit diesem Blow-Off gekommen wäre, weil den finde ich wirklich übertrieben geil. Und das in Kombination mit dem doppelten Hüllensystem, da kann ich auch nachvollziehen, dass man die Pfeife lieber einen Ticken größer gemacht hat, was manchen Leuten vielleicht auch sehr gut gefallen wird, weil eine Emotion Roam und eine Viral One sind nochmal, ich würde sagen, gute 30% kleiner, was Volumen angeht. Und wir haben hier den doppelten Weg, was fürs Rauchverhalten wichtig ist. Und da kommen wir dann als nächstes dazu. Aber nochmal kurz zur Optik. Das Doppelwandsystem mit der innenliegenden Bowl und dass man dann sieht, wie hier außen der Rauch rauszieht. Also wenn ich jetzt nochmal puste. Die innere Bowl ist dann auch noch schwarz gefärbt. Das sorgt nochmal für einen geileren Effekt. Plus, es ist nur ein klitzekleiner Schluck Wasser drin, der sich sehr schnell verfärben könnte, was man aber gar nicht sieht, weil die innere Bowl gefärbt ist. Also ob mitgedacht oder Zufall, auf jeden Fall ein geiles Feature. Und wenn ich dann jetzt ziehe, sieht man halt super geil, wie sich der Rauch in der äußeren Bowl von oben nach unten aufbaut. Weil die zieht natürlich durch das Tauchrohr nach unten in der innenliegenden Bowl. Dann geht der Rauch wieder nach oben und wird von oben nach unten in der äußeren Bowl gezogen und dann erst unten in euren Schlauch. Und dieser Effekt sieht einfach sau nice aus. Und auch beim Blow-Off sieht das einfach cool aus, wie der Rauch dann langsam da draus verschwindet. Also ich bin da auf jeden Fall Fan. Es gibt schlichtere und auch sehr schöne Travel-Pfeifen. Aber was die Pfeife hier in dem Gesamtpaket macht, mit dem für mich den schönsten Blow-Off nach oben und die Doppelwand-Bowl, ist schon sehr, sehr geil. Optik für mich auf jeden Fall gelungen, aber wie immer, das müsst ihr selbst wissen. Ob euch die Pfeife gefällt oder nicht, könnt nur ihr entscheiden. Wo ich euch ein bisschen objektiver was zu sagen kann, ist der Durchzug. Den habe ich natürlich einmal für euch gemessen und deswegen jetzt hier die Durchzugsmessung. Der Schlauch ist dran, das Ganze ist einmal genullt und kommt jetzt an den Schlauchanschluss. Und dann sehen wir einen Durchzugswert von 167, 168, was absolut nice ist. Also sehr guter Durchzug, hervorragend. Sehen wir also, dass der Durchzug relativ gut ist. Ich finde ihn auch sehr angenehm. Also immer, wenn ich die Pfeife geraucht habe, war ich mit dem Durchzug sehr happy. Wenn man ein Mehrloch raucht, ist er fast ein bisschen zu gut. Da muss man dann vielleicht einfach beim Kopfbau ein kleines bisschen mehr andrücken, um da ein bisschen Durchzug zu verlieren. Aber ich denke, auch da wird man sich gut einpendeln können, dass man mit der Pfeife hier zufrieden ist. Aber auch für den Funnel mit Vollkontakt-Setup war der Durchzug absolut ausreichend und für mich sehr, sehr angenehm. Ich rauche jetzt gerade ein Noppenkontakt-Setup mit einem Popo, oben drauf den Onmo. Und drin habe ich übrigens den Mix to Bitcoin, den Repair von Blackburn und dann habe ich mir noch reingemacht den Grapefruit von Aino. Sehr leckere Kombi. Und beim Rauchverhalten gibt es wirklich einige Überraschungen bei der Pfeife. Mit 25 cm ist sie zwar für eine Travel-Pfeife relativ groß, aber für eine Pfeife allgemein ist sie absolut nicht groß. Und dementsprechend würde man natürlich beim Rauchverhalten erwarten, dass es ein unglaublich direkter Anzug ist. Aber da darf man nicht vergessen, dass wir halt die doppelte Bowl haben, die nicht nur für den coolen Effekt sorgt, sondern auch dafür, dass sich das Rauchgefühl von der Pfeife viel mehr nach einer großen, in Anführungszeichen richtigen Pfeife anfühlt, als bei einer Travel-Pfeife. Und das ist schon wirklich sehr, sehr besonders. Also wenn ihr eine Travel-Pfeife wollt, die sich mehr wie eine richtige Pfeife anfühlt, dann könnte das sogar eure beste Option sein von dem, was es aktuell auf dem Markt gibt. Ich mag kleine Pfeifen, ich habe kein Problem damit, wenn das sehr, sehr direkt ist, aber es gibt ein paar Leute, die das stört und deshalb einfach ein sehr wichtiges Merkmal von der Pfeife. Der Anzug ist direkt genug, sodass ich nichts vermisse, aber man merkt eben, es ist keine super kleine Pfeife, beziehungsweise ist der Weg nicht super direkt. Anzug, sehr easy, aber nicht zu easy. Blow-Offs sehen meiner Meinung nach überragend aus, auch wenn ich sag's euch immer wieder, ich brauche keine mehreren Blow-Offs, gib mir einen schönen Blow-Off und dann passt das für mich. Aber so könnt ihr wenigstens einmal aussuchen, beziehungsweise habe ich mir jetzt aus den 4 Blow-Offs, die es gibt, diesen ausgesucht und der läuft jetzt bei mir und der bleibt wahrscheinlich auch bei mir. Also ich glaube, den Teller kann ich irgendwo hinpacken und gut ist, der Blow-Off ist es für mich. Also Optik auch eine sehr, sehr nice Sache. Fehlt uns nur noch das abschließende Fazit. Wenn ihr die Optik von der Pfeife so schön findet wie ich und wenn ihr die Blow-Offs so nice findet wie ich und beziehungsweise und oder, falls ihr eine Travel-Pfeife haben wollt, die sich trotzdem sehr stark nach einer normalen Pfeife anfühlt, dann würde ich sagen, sind es die 30 bzw. 20 Euro mehr auf jeden Fall wert. Von der Verarbeitung her müsst ihr minimale Abstriche machen gegenüber einer Viral One oder einer Emotion Roam, aber das sind, ich würde sagen, die Verarbeitung ist 5 oder 10% schlechter und auf der anderen Seite juckt die beim täglichen Rauchen
Ich denke nicht, aber Emotion Roam und Viral One meiner Meinung nach noch ein Müh vorne, was die Verarbeitung angeht. Ich hätte mir gewünscht, diese Pfeife noch mit der Qualität von den letzten zwei The Hookah Pfeifen, die wir getestet haben, und dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Aber so ist sie sehr nah dran an Perfektion, ein sehr cooles Gesamtpaket und wirklich was Eigenes gemacht im Travel Shisha Bereich und für mich ein gelungenes Ding. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen nach oben oder ein Abo da, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha WG.